Minuten Hörspiel. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf das Hörspiel geklickt habt oder ein Kumpel euch den Link gesendet hat oder ihr aus Versehen draufgekommen seid oder es euch vorgeschlagen wurde, aber ist ja auch egal. Dies ist das erste 5-Minuten-Hörspiel. Jedes 5-Minuten-Hörspiel hat eine neue Geschichte und die Erzähler werden auch durchgemischt. Und heute darf ich euch in der Geschichte begleiten. Hallo, ich bin Gnichel, Schauspieler, Moderator und Sprecher. Und los geht's. Es scheint die Sonne und Kalle spaziert durch Berlin und genießt das Wetter. Ah, wie schön ist das Wetter denn heute? Na, dann werde ich mir erstmal einen Eistee holen. Am besten bei dem Kleinen an der Ecke. Kuckuck, hallo Klaus. Ja, dir auch einen schönen guten Tag. Ich hätte gerne eine Packung Marlboro für 7 €. Ja, klar, sehr gerne. Als Klaus sich umdreht, um Kalle die Zigaretten zu holen, greift Kalle nach einem Eistee aus dem Kühlschrank und versteckt ihn in seinem Rucksack. So, dann wären es 7 €, bitte. Hab ich überhaupt so viel Geld mit? Ja, hab ich. Hier sind 10 €. Ich muss wechseln. Danke, Kalle. Und hier hast du 5 zurück. Ah, verschwammt. Ich meine 3 € natürlich. Danke, Klaus. Aha. Sag mal, hast du mich etwa gerade bestohlen? Wer? Du. Ich? Ja. Nein. Legst du den Eistee vielleicht wieder zurück? Wer? Du. Ich? Ja. Okay. Plötzlich geht die Tür erneut auf und der Herr Hauptkommissar Blaulicht kommt herein. Aha, Hände hoch. Du bist verhaftet. Warum denn? Ja, nehmen Sie ihn fest. Ich habe doch nur einen Eistee geklaut. Ups. Tja, da haben wir den Täter wohl. Er hat sich selbst verraten. Och Mann, ey. Na gut. Hände hinter den Kopf und auf die Knie. Ist ja gut. So, jetzt haben die Diebstähle bei mir im Laden wohl endlich ein Ende. Oh, war ich das etwa? So, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch, Herr Klaus. Und vielen Dank, dass Sie mich benachrichtigt haben. Da hat es sich ja gelohnt, dass ich mich auf die Lauer gelegt habe. Klaus. Ja, tschüss.